Australien hat offenbar Atom-U-Boote bei der US-Regierung bestellt. Das geht aus Angaben eines Insider heraus. Hintergrund dieser Maßnahme ist der wachsende Einfluss Chinas im Indopazifik. Bei den Atom-U-Booten handelt es sich um die Virginia-Klasse. Diese sollen ab 2030 in Westaustralien stationiert werden. US-Regierungsbeamte ließen gegenüber Reuters verlauten, dass die US-Regierung noch zwei weitere Boote zum Kauf zur Verfügung stellen werde. Die mögliche Lieferung sei Teil des AUKUS-Sicherheitspakts. Dieser besteht zwischen Washington, Canberra und London. Der US-Präsident wird sich mit den zugehörigen Staats- und Regierungschefs offenbar in San Diego treffen und sich über das Vorhaben der Lieferung austauschen, so ein US-Vertreter. Eine Bestätigung des Pentagons zu dieser möglichen Ankündigung gab es bisher nicht.